ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte heute nur ein ganz kurzes Update machen von meinem Video zur Stempelset-Aufbewahrung und zu den ablösbaren Stempeln. Ich habe mit euch ein Video gemacht, wo ich mit diesem Set gearbeitet habe und habe mir die Stempel dann in mein Stempelset geklebt. Ich muss aufpassen, wie ich mich ausdrücke, weil letztes Mal habe ich mich die ganze Zeit versprochen. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass ich die fast nicht mehr rausbekommen habe. Ich habe die jetzt in den Schrank gestellt gehabt, so wie sie sind, und habe dann fast diese Texte nicht mehr wegbekommen von diesen Boxen. Und das ist natürlich total ärgerlich eigentlich, weil es ist wirklich cool, dass die Stempel jetzt hinten kleben auf den Stempelblöcken. Und auch hier soll man sie nicht zu lang drauf lassen, damit man sie besser wegkriegt. Und wenn man sie dann wegmacht, muss man gut aufpassen, aber es funktioniert sehr gut. Also es ist schon mal sehr gut, dass sie jetzt kleben hinten dran und dass man einfach sieht, was man stempelt. Aber man kriegt es eben schlecht wieder aus diesen Boxen raus, wenn man das so drinnen lässt. Und deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie ich das jetzt mache. Also es ändert sich ja immer was und man lernt dazu und deswegen möchte ich euch da auf jeden Fall dann teilhaben, weil nicht, dass euch das genauso geht und ihr kriegt das nicht mehr raus und ärgert euch dann. Okay, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe leider mir die Folie nicht mehr aufgehoben, wo das drauf war, wie ich es jetzt eben in Zukunft mache, und habe mir jetzt einfach von Dimensionals diese Klebeblätten genommen und habe das jetzt hier drauf geklebt und so verwahre ich das jetzt eben in meinem Stempelset Box Teil. Okay, und jetzt zeige ich euch, wie ich es jetzt aufbewahre. Und zwar habe ich jetzt hier ein ganz neues Set und hier habe ich es schon fertig gemacht. Ich zeige euch jetzt, wie das Set bei euch ankommt. Also ihr habt da ganz viele Sprüche drin. In diesem Fall sind das jetzt ganz viele Sprüche. Und ihr habt es auf so Gummimatten drauf. Und jetzt nehme ich mir einfach irgendwas raus, irgendeinen Spruch, löst den ab. Ihr könnt es auch hinten abziehen, also dieses Teil braucht man nimmer. Und habe jetzt hier ein Wort, und zwar Anteilnahme. Okay. Und dann haben wir hier die Aufkleber. Und hier ist jetzt mein Aufkleber Anteilnahme. Dann nehme ich mir jetzt hier diese, da sind extra so Schnitte, wo man sich dieses Oberklebeteil abnehmen kann, diese Schutzfolie. Und dann lege ich mir mein Wort hier ganz genau rein. So. Und jetzt kann ich mir das abziehen. Kann mir das auf den Stempelblock nehmen und kann das schön abstempeln und ziehe, was ich stempel. Und wenn ich fertig bin mit Stempeln und den Stempel sauber gemacht habe, nehme ich das Ganze runter und klebe mir das einfach zurück auf meine Folie. Und dann lagere ich das eben so in meinem Stempelset. Die muss ich jetzt noch alle machen. Und hier seht ihr schon, wie das dann fertig ausschaut. Also wenn ich alle aufgeklebt habe, dann sieht es so aus. Ich lasse diese Klebefolie in meiner Stempelbox und kann mir jetzt hier jederzeit die Sachen rausnehmen, die ich stempeln möchte, auf meinen Stempelblock nehmen. Der muss natürlich von der Größe passen, aber ihr seht, was ich meine, und kann mir das dann hier wieder zurückräumen in meine Stempelkissenbox. Und so vermeidet ihr das, dass ihr das irgendwann nicht mehr von eurer Box wegbekommt. Also als kleinen Tipp, hebt euch auf jeden Fall diese Klebefolien Matten auf und bewahrt euch das vielleicht auch so auf, weil wenn ihr das nicht mehr aus der Box kriegt, dann ärgert man sich darüber. Okay, das war's von mir. Ihr seht auch noch hier ein neues Stempelset, da habe ich es genauso gemacht, das ist jetzt eben mit Sprüchen. Und so finde ich die Aufbewahrung super. Was ihr natürlich auch nach wie vor machen könnt, ist, dass ihr euch das außen drauf klebt, so wie ich das in dem Ordnungsvideo auch zeige. Das kann man natürlich auch machen, also das müsst ihr einfach so regeln, wie euch das passt. Ich mache es unterschiedlich, mal so und probiert dann noch ein bisschen rum, aber ich wollte euch das jetzt unbedingt sagen, dass ihr euch da nicht ärgert, wenn ihr die nicht mehr aus der Box rauskriegt. Oder was heißt nicht mehr, man bekommt sie auf jeden Fall raus, aber schlecht, und dann kann es sein, dass sich der Kleber ein bisschen ablöst. Und deswegen, ja, so wie hier, da sieht man das ganz leicht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da hat sich eben der Kleber ein bisschen abgelöst und ja, das muss ja nicht sein. Deswegen Tipp von mir für heute, ich wünsche euch da ganz viel Erfolg beim Stempel aufbewahren, Stempelsets aufbewahren, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!